Ach ja, ich glaube, ich habe mich schon gefühlt 3000 Mal darüber beschwert, aber das Speichersystem von diesem Spiel regt einfach nur auf. Ich durfte den ganzen Bereich von Munitionum bis von Anfang an bis hier wieder machen, wo ich hier die ganze Zeit verkackt hatte. Aber hier hatte ich zum Glück meinen super Explosionsangriff und habe dann alles vernichtet. Und, oh Mann. Naja, wie dem auch sei. Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spyro New Beginning. So, ich glaube, das war der Gegner, der gegen diese Spikes ziemlich anfällig ist. Kann das sein? Naja, geht so, ne? Wenn ich aber weit genug von ihm wegstehe, blockt er nicht und ich kann mal gucken. Mal so weit aufwerten, wie es geht, damit die ein bisschen stärker sind, weil ich meine mich nämlich zu erinnern, dass sie unglaublich viel Schaden gegen diese Skorpione machen. Na komm, das schaffst du noch. Sehr schön. So, den Rest pumpen wir auch noch rein. Elektro ist mir nach wie vor egal. Sehr schön. So. Genau, dann können wir es hier direkt nochmal ausprobieren. Zack, weg mit euch. Warum werdet ihr blau, wenn ihr da in diesem komischen Bereich steht? Das sieht nicht sehr gesund aus. Weg mit euch. Ich will mich um den Skorpion kümmern. Danke. Ja, das macht Schaden. Ich würde sagen, das macht Schaden. Nicht so effektiv, wie ich es erwartet habe, oder zumindest wie ich es in Erinnerung habe, aber doch schon merkbarer Schaden. Cool, freut mich. Dann haben wir gegen die ja schon mal was Gutes in der Hand. Ich weiß nicht, ob es gegen die Todesflügel auch so war. Aber das können wir ja herausfinden, weil ich glaube, dass hier jetzt bald auch noch einer kommt. So, dann hier oben lang. Zack. Kamera. Danke. Und jetzt dürfen wir warten. Der Sprung sieht irgendwie so hoch und unmachbar aus, aber er ist tatsächlich ziemlich einfach. Also noch ein paar. Komm, wir probieren das mal gegen euch. Ja, so schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Es macht sie auch langsamer. Das ist auch von Vorteil. Moment, sind die auch in der Luft langsamer? Das ist dann nicht von Vorteil. So. Ah, jetzt bekommen wir was Schönes. Spyro, kannst du mich hören? Geht's dir gut? Hör zu, vergiss die ganzen Schatze, die ich über deine Wampe gemacht habe. Und dass du lila bist und dumm und fett, okay? Komm einfach da raus. Bitte, Spyro, sei nicht tot. Gedacht über meinen Tag, dass ich... Ich dachte, ich hätte da was gehört, bevor ich den Weg frei machte. Oh, das ist witzig. Tja, du hast wohl Halluzinationen. Na, Sparks, du wirst es einfach nicht zugeben. So, jetzt haben wir eine geile Shotgun. Fuck dich. Ah. Wenn ich auch jetzt mal dazu kommen würde, sie ins Visier zu nehmen. Zack. Hallo. Dürfte ich vielleicht mich auch mal bewegen? Meine Fresse, ey. Okay, lassen wir das. Jagen wir euch halt alle in die Luft. Wenn ihr das lieber wollt. Ich bring euch alle um. Meine Fresse, ey. Da wollte ich ja einmal die coole Shotgun demonstrieren und ihr prügelt alle auf mich ein, ey. Das kann ja wohl nicht angehen.
So, alle weg. Sieht so aus, gut. Mann, Mann, Mann. Sehr schön, ja. Hier haben wir jetzt eine Shotgun. Ziemlich lustig, macht doch irgendwie Shotgun-Geräusche. So, testen wir mal, wie viel Schaden es macht. Ich meine nämlich, das war unglaublich stark. Zumindest, wenn man es aufwertet. Na, noch bin ich zu langsam dafür. Hallo. Darf ich mich auch mal bewegen? Anscheinend nicht. Ich liebe Hitstunts. Also, ich wurde geschlagen, will gerade weglaufen, werd wieder geschlagen, will weglaufen, werd wieder geschlagen. Ich hasse... Was? Wo spawn ich denn? Warum denn so weit hinten? Oh Mann. So, wir versuchen jetzt mal was mit Eis. Komm. Gut, den haben wir schon mal eingefroren. Was tatsächlich gar nichts bringt. Alles klar. Dann versuchen wir es mal mit dem MG. Spyro. Ich weiß nicht, macht das merklichen Schaden? Mann, sogar wenn er langsamer ist, blockt er die ganzen Angriffe ab. Nee, ich habe das Gefühl, diese Ice Spikes sind wirklich nur gegen die Skorpione effektiv. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit so scheiße zu sein? Meine Fresse, ey. Wie viel Leben ich gegen die Großen verliere, das ist so eklig. Ich bleib wieder bei Feuer, Mann. Meine Fresse, ey. Hä? Komm schon, du wertlose Stück Fleisch. Los geht's. Wir bescheiden Dampfvieh und zeigen es diesem verwanzten Drachen. Der Kristall sollte fast bereit sein. Und der Vulkan bricht bald aus. Komm schon, Sparks. Wir müssen sie kriegen. Spyro, das ist ein Zug. Die machen die Tür jetzt zu und in der Zeit, bis du die Schalter aufgemacht hast, musste dieser Zug schon 100 Kilometer weiter weg sein. Den solltest du theoretisch gar nicht kriegen können. Aber okay. So, weg mit dir. Irgendwas explodiert hier. Okay, wo kam der jetzt her? So, dann machen wir uns mal schnell auf den Weg zu den Schaltern. Bevor der Zug wirklich noch über alle Berge ist. Das geht natürlich nicht, egal wie lange man braucht. Man wird immer sofort hinter dem Zug sein, aber okay. Tschüss. Und zack, Hebel Nummer 1. Hast du jetzt deine Kristalle fallen lassen? Ja, sehr schön. So, und du da hinten. Gehst mal weg. Mache ich hier irgendwie mehr Schaden, wenn ich springe? Sieht irgendwie echt so aus. Komm schon, hoch mit dir. Zack und zack und zack und drauf. Und weg mit dir. So einfach kann es gehen. Aber sobald mehrere Gegner kommen, verkacke ich einfach komplett gegen die. So, Hebel Nummer 2 freigelegt. Und du, Kollege, hast hier gar nichts zu melden. Tschüss. Diese Kanonen, die sind echt lächerlich einfach. So, wie komme ich jetzt da oben nochmal hin? Gab es hier auch irgendwie einen Aufweg? Ah ja, hier. So. Falls ihr irgendwie... Ist vielleicht dumm, dass ich das jetzt erst anspreche, aber falls ihr irgendwie schon da, gefühlt das ganze Let's Play manchmal so ein Knacksen im Hintergrund hört,
liegt das daran, dass mein Controller nicht mehr der allerbeste ist und der Control Stick, also mit dem man sich bewegt, einfach die ganze Zeit knarzt. Weil ich habe die PlayStation bekommen, als ich glaube ich 8 wurde. Nee. Oder? Doch, die PS2 habe ich glaube ich bekommen, als ich 8 wurde. Ja, wir haben jetzt 2017. Überlegt mal, wie alt die ist. Okay. Seltsames Fahrzeug, was Spyro da benutzt. Ich glaube, ich muss gegen die rammen. Ich verstehe diesen Bosskampf immer noch nicht richtig. Ich glaube, ich muss gegen die rammen. Zumindest macht das Schaden. Es ist ziemlich verwirrend hier. Hier passiert gerade sehr viel. Die Kamera kommt irgendwie gar nicht wirklich richtig hinterher. Ja, aber ich glaube, mittlerweile habe ich es echt begriffen. Man muss sie einfach nur rammen. Schnell. Kann man den eigentlich überholen? Nee, kann man nicht. Oh, wir sind wirklich ganz schön schnell. Kann ich ihn treffen? Mal ganz ehrlich, wie schafft es Sparks eigentlich hinterherzukommen? Oh shit, ich habe keine Energie mehr. Ich muss näher ran. Gib mir Energie. Und weg mit euch. Ich spreng euch alle weg. Ich weiß nicht, ist das hier begrenzt? Ist das ein begrenzter Weg oder kann man es tatsächlich schaffen, diese Dings zu besiegen? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Auf jeden Fall passiert hier gerade sehr viel und es tut mir wirklich leid, falls ihr absolut nicht seht. Ach so, okay, den Waggon habe ich jetzt zerstört und jetzt muss ich Dampfi angreifen. Und ich habe schon wieder keine Energie mehr. Wow, shit. Beweg dich, Spyro. War's das? Ich glaube, das war's. Okay. Die laufen weg, tun so, als wäre nie was gewesen. Okay, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, weil Munition habe ich nicht mehr so gut vor Augen. Nächstes Mal wieder auf Eis, weil da hinten sind wieder Skorpione. Oh ja, das macht Schaden. Das macht guten Schaden. Vor allem, wenn die so weit weg sind, dann bin ich außerhalb ihrer Sicht. Ich kann sie zwar treffen, aber sie können mich nicht realisieren. Und deswegen kann ich die so super einfach töten. Weil wenn die blocken, dann machen meine verdammten Eissplitter auch gar nicht mal so viel Schaden. So, bei den Todesflügeln. Na, bei denen ist es tatsächlich gar nicht mal so gut. Aber dafür macht der normale Eisatem ganz schön viel Schaden. Nein, Spyro, Spyro, oh mein Gott, war das knapp. So, gute Nacht. Machen die auf der Entfernung denn wenigstens guten Schaden? Naja, es geht, ne? Oh, wieder ein bisschen nachfüllen. Wir haben ja jetzt auch schon die Eisbombe, also... Doch, aber der normale Atem macht ziemlich gut Schaden gegen die. Und tschüss. Komischerweise aber nur wenn sie blocken, macht der Eisatem Schaden. Manchmal verstehe ich das System dieses Spiels irgendwie nicht.
Aber gegen die macht das, glaube ich... Oh ja, oh ja. Gegen die macht das richtig harten Schaden. Oh ja, oh ja. Wenn es jetzt schon so abgeht, will ich nicht wissen, wie das abgeht, wenn es auf Level 3 ist. Tschüss. Das ist angenehm. Kann er einfach auf Entfernung hier alle töten. Und die haben auch eine Reichweite, Alter. Das ist echt heftig. Zack, oh mein Gott, da war Lava. So, hier nochmal ein Skorpion, aber auch leichtes Spiel. Oh ja, die machen Schaden. Also diese Gegner sind angenehm. Ich guck mal. Oh ja, ich kann schon wieder einiges reinboosten. Kann ich es sogar voll machen? Na, komm schon. Ja, es ist voll. Du hast jetzt den Schwalm von Perischeres endlosem Schneesturm. Okay. Gut zu wissen, dass ich das habe. So, dann pumpen wir ab jetzt wieder in Erde, weil Elektro, ne, brauche ich ja nicht nochmal zu erwähnen. So, mal gucken, ob hier irgendwo noch Gegner rausspringen. Ich glaube, hier kommen jetzt nochmal Todesflügel, oder? Ja. So, also gegen die Eisatem. Aua. Komischerweise, sobald sie eingefroren sind, macht der Eisatem gar keinen Schaden mehr. Spyro. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt wieder da ganz hinten spawne, werde ich böse. Achso, ich spawne hier. Ja, okay, gut. Kann ich den von hier treffen? Mann, hörst du mal bitte... Hörst du mal bitte auf damit. Achso, ich habe keinen Dings mehr. Zack, zack, zack. Draufstampfen und... Hallo, deine HP sind auf Null. Kannst du jetzt mal bitte sterben? Danke. Ich hasse es, wenn Gegner manchmal einfach noch weiterleben, obwohl ihre HP auf Null stehen. So. Und hoch hier. Gibt es enorm viele Kristalle in diesem Level? Kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier gibt es sehr viele mehr Kristalle als in den vorherigen Leveln. Zack, zack, zack. So, aufpassen. Hier kommen jetzt Wagen. Denn wir müssen jetzt da lang. Mal immer um die herumspringen. Oh nein, Spyro, Spyro, bitte, was tust du denn da, Mann? Spyro, 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 was kannst du eigentlich? Beziehungsweise ich steuere dich ja, also besser gefragt, was kann ich? Es kommen mir irgendwie ein paar zu viele von diesen Wägen. Spyro, Spyro! Muss ich dazu irgendwas sagen? Ich denke nicht, oder? Nein, ich weiß selber, dass ich scheiße bin. Das braucht ihr mir nicht. 13... Batzilliarden mal in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß selber, dass ich absolut kacke bin. So, ihr geht jetzt weg. Tschüss. Tschüss. So. Na, Spyro! Meine Fresse, ey. Oh, Moment, die Plattform kommt runter. Okay, gut. Mein Gott. Das war knapp. So, zack, zack und zack. Und du fällst runter. Perfekt. So. Ich meine aber, dieser Schienenweg ist gar nicht so lang. So, könntet ihr jetzt bitte weggehen, damit ich hier mal vernünftig weiter springen kann? So, und du auch. Du gehst am besten mal runter. Perfekt.
So, da hinten ist nämlich auch schon das Ende von dieser Passage. So, man sagt Spyro! Zum Glück kommen diese Teile hier runter. So. Ich meine, sobald man hier ist, kommen keine von den Teilen mehr. Ich würde doch jetzt gerne mal wissen, Moment. Genau, hier sind nämlich die Schienen, meine ich, einfach zu Ende. Wo kamen die Teile her? Warte, warte, wir sind auf deiner Seite. Wohl eher Spione für den Zugführer oder diese Cinderbestie. Molière schickt uns. Mein Bruder lebt. Aber natürlich, er ist gesund und munter. Aber ich muss sagen, dass er der Nette in der Familie ist. Tut mir leid, wirklich. Man kann heutzutage kein Risiko eingehen. Molière lebt also? Wunderbar. Aber warum schickt er euch her? Er sagt, dass du vielleicht weißt, wo unser Freund Herador ist. Wenn das ein großer Drache ist, dann ja. Die meisten Mann sind wir Kleins, werden in diesem Lager festgehalten. Und gezwungen, für Cindermetall abzubauen. Und es gibt Gerüchte, dass euer Drachenfreund dort drinnen festgehalten wird. In den dunkelsten Vulkantiefen. Wir sind alle verloren. Nicht, wenn wir etwas mitzureden haben. Wie meinst du das? Ja, wie meinst du das? Ich meine, dass wir die Mann sind, der Kleins befreien, in die Tiefen von Ovigros vorstoßen und Herador suchen. Und dann machen wir Party. Darf ich mal anmerken, okay, dass die Augenanimationen in dem Spiel nicht wirklich gut sind? Habt ihr gerade Sparks gesehen? Meine Fresse. Naja, egal, also, an dieser Stelle beende ich auch den Part. Also, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute!